Moin Moin bei St. Pauli Nu. Ein kleiner Bonus-Track, bevor wir wieder unseren Podcast aufnehmen. Gestern war Vorlesetag, der internationale Vorlesetag. Und da dachte ich mir, Mensch, kann ich euch mal was vorlesen, was vielleicht mit St. Pauli zu tun hat. Und habe den Gutenberg durchgesucht beim Spiegel und habe zum Thema St. Pauli auch was gefunden. Nämlich ein Kapitel aus dem Buch von Wolfgang Borchert, Draußen vor der Tür. Es ist das fünfte Kapitel und heißt Der Traum. In der Elbe. Eintöniges Klatschen kleiner Wellen. Die Elbe und Beckmann. Beckmann scheint eine der Figuren in dem Stück zu sein. Beckmann. Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ich denn hier? Elbe. Bei mir. Bei dir? Und wer bist du? Elbe. Wer soll ich denn sein, du Küken, wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst? Die Elbe? Ja, die. Die Elbe. Beckmann staunt. Du bist die Elbe. Ah, reißt du deine Kinderaugen auf, wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Teint. Typ Ophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar. Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süßduftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süßduftend. Ein anständiger Fluss stinkt, jawohl, nach Öl und Fisch. Was willst du hier? Beckmann. Pennen. Da oben halte ich das nicht mehr aus. Das mache ich nicht mehr mit. Pennen will ich. Tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. 10.000 Nächte pennen. Elbe. Du willst auskneifen, du Grünschnabel, was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten, hm? Da oben, wie? Du bildest dir ein, du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger? 25, und jetzt will ich pennen. Sieh mal, 25, und den Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Was kannst du denn nicht mehr, du Greis? Alles, alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern. Ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bein, das Bett, das Brot, ich kann das nicht mehr, verstehst du? Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder, sagt die Elbe. Nein, hörst du? Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will? Weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt? Deswegen kannst du hier bei mir unter den Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sich ersaufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackers werden. Kahl und blank. Nee, gibt's nicht mal, Junge. Bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hosen sollte man dir stramm ziehen, Kleiner. Jawohl. Auch wenn du 6 Jahre Soldat warst, alle waren das und die hinken alle irgendwo. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges bisschen Leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von einer alten Frau sagen. Lebe erst mal. Lass dich treten. Tritt wieder. Wenn du den Kanal voll hast, hier, bis oben, wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann können wir mal wieder über die Sache reden.
Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Handvoll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie. Ich will sie nicht. Du gerade eben Angefangener. Halt den Mund, mein kleiner Menschensohn. Ich will dir was sagen, ganz leise ins Ohr. Du, komm her. Ich scheiß auf deinen Selbstmord, du Säugling. Pass gut auf, was ich mit dir mache. Hallo Jungs, werf diesen Kleinen hier bei Blankenese wieder auf den Sand. Er will's nochmal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sachte, er sagt, er hat ein schlimmes Bein, der Lausebengel, der Grüne. So, das war der Traum von Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wenn ihr was zum Vorlesen habt, dann postet das gerne in die Kommentare oder wenn ihr öfter mal was vorgelesen haben möchtet, was mit St. Pauli zu tun hat, hätte ich auch gerne Feedback. Ansonsten immer gerne mal Sternchen geben bei iTunes oder wenn es euch gefällt, diesen Podcast weiterempfehlen. Demnächst haben wir wieder Markus und Willi dabei und den Blutgrätsche-Podcast mit Oliver, unserem Lieblings-HSVer, gibt es auch bald wieder. In dem Sinne eine schöne Länderspielpause. Wir freuen uns alle über den Abstieg der von die Mannschaft nach dem HSV. Und die Mannschaft wäre jetzt eigentlich noch der FC Bayern dran, aber man will ja nicht gierig werden. In dem Sinne, schönen Gruß von der Elbe und ein schönes Wochenende. Bis später. St. Pauli.